Noch weiter über mir? Nein, da. Hallo? Drück. Portal, öffne dich. Arg, Sondersendung. Warte kurz. Hier ist das Widerstandsnetzwerk. Hallo? In einer unglaublichen Wendung der Ereignisse wurde das Superblutnest zerstört. Masterlevel. Arg, Außendienstmitarbeiter berichten von... Test. Gesperrt. Dieses Masterlevel ist eine neue, speziell zusammengestellte Herausforderung der Originalmission. Original 2016 oder Original Doom Eternal? Hier werden deine Fähigkeiten bis aufs Äußerste... Oh, das will ich nicht. Soll ich das schon lesen? ...rund um den Erdball. Viele halten das für einen Beweis, dass der Doomslayer selbst die Bemühungen des Widerstands unterstützt... Weiß ich selbst nicht so genau. ...und Schlüsselfiguren in den Reihen der Gehandicapten eliminiert hat. Das auf jeden Fall. Agenten innerhalb der UAC-Kultistenorganisation behaupten, dass der Anführer dieser Abteilung, Priester Dea Granak, tatsächlich vor kurzem vom Slayer selbst von seiner Position entfernt wurde. Mit das dem ist aber nett ausgedrückt. Von seiner Position entfernt wurde. ...erleben wir an allen Fronten einen Rückgang der dämonischen Bedrohung. Gern geschehen. Dies verschafft dem Widerstand einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Erde. Die UAC bestreitet weiterhin jegliche Kenntnis von dessen Existenz. Na klar. Als Überlebende des Ark-Netzwerks sind wir in dieser Station der Meinung, dass die Berichte wirklich wahr sind. Wir glauben, dass sich der Slayer unserem Kampf gegen die Dämonen angeschlossen hat. Kann sein. An alle, die dieser Frequenz immer noch lauschen. Ich. Es gibt Hoffnung. Und sie ist da draußen. Und ich bin diese Hoffnung. Ich! Aber wenn ich mal auf die Erde raufgucke, ich kann es mir einbilden, aber ich bin der Meinung, am Anfang des Spiels war hier mehr Dämonenaktivität und mehr rote Pentagramme und sowas alles zu sehen. Jetzt aktuell hat man da relativ... Naja, das heißt wenig, immer noch eine ganze Menge, aber an für sich sieht das doch ganz gut aus. Oder was meint ihr? Ich versuche gerade ein bisschen da die Kontinente zu erkennen, aber es ist gar nicht mal so leicht, den ganzen... Wirbeln von Wolken und sowas drauf, aber nee, keine Ahnung. Man sieht das so schlecht dafür. Ich würde mir ganz mal ein bisschen gerne ansehen von oben. Ich könnte theoretisch ja auf meinen Außenbalken rauflaufen da, wo die ganzen Zusatzanzüge zu holen sind. Und da dann gucken, wie es aussieht. Aber ist egal. Oh, mach hier gut los. Befindet sich in dieser Anlage. Dieses Industriegelände war einst das Hauptquartier des Widerstands. Bumm. Aber ist Vega nicht pro die anderen gewesen? Wie war echt, als wenn er mein Gegner war? Gute Neuigkeiten hey. Für die Gläubigen. Samuel Hayden, der Betrüger, ist gefallen. Ah. Der Ark ist Geschichte. Warte, das war doch aber gerade Ark-Widerstand gewesen, oder? Also war Hayden doch ein Verräter und war doch... Ach, ich bin mir echt nicht mehr sicher. In den Begrifflichkeiten Ark und UAC sehe ich sowieso nicht mehr ganz durch. Weil man es irgendwie großteils einfach verteilt hat, die ganze Story-Zusammenfassung. Also ist auch egal. Dieser Bereich ist nicht länger sicher. Echt nicht? Evakuierungsprotokoll. Warum? Oh. Ist ja unschöner, wenn es nicht mehr... Also sicher wäre schon schöner. Ich mag es, wenn es sicher ist. Das ist nicht so gefährlich, nämlich. Haha. Betrifft aber nicht mich jetzt, die Aussage, oder? Da fällt mir gerade auf, mein Strahlenzug ist weg. Komme ich immer situationsbedingt zugewiesen, oder was? Ist ja merkwürdig. Dann brauche ich es ja tatsächlich nicht wirklich. Warte mal ein Stück, wird mir ein... Na, falsch. Tabulator drücken. Was ist meine Herausforderung hier? Schaffen wir... Überladen einen Schildplatz kriegen wir auch um 6 Dämonen. Auf einmal oder insgesamt? Auf einmal wäre ein bisschen knapp, glaube ich. Und das auch schaffen. Das ist auch nicht so leicht. Ah, ich bekomme 3 Wächterbatterien dafür. Das muss ich ja schaffen. Treffer. Manchmal habe ich es drauf. Passiert nicht oft, aber es passiert. Ich schwöre. Ruhe da unten. Hallo? Ich bleib ja aber echt lange eingefroren jetzt, tatsächlich. Hinter mir. Ich hasse diese Gegner übrigens. Schon mal erwähnt? Ist da auf jeden Fall so. Bop. Munition. Okay.
faul. Oh oh. Hm, das bringt's nicht. Wirklich Headshots bei dem. Bei dem schon. Feuer! Flammenwerfer. Hey, daneben. Hast du dich so drauf? Au, oh, das sah schmerzhaft aus. Ich bin schon mal ein bisschen gemein. Aber so muss das sein. Ich bin der Slayer, nicht ohne Grund, oder? Wobei Buffy auch nicht so gemein gewesen ist als Slayer. Aber es war auch ein anderer Slayer. Das zählt vielleicht nicht. Moment, hier ist ein Geheimnis? Oh. Ich war gerade hier drin. Toll. Das habe ich nicht gesehen. Süßes Herz hat er gerade gehabt da auf der Puppe. Bumm. Danke. Besser als nichts, ne? Ah! Was willst du? Ah, siehst du, ich habe schon 50 Mal die Eisbomben eingesetzt. Also ja, ich mache es wirklich. Toll. Offenbar auch im eingefrorenen Zustand ist der Schwanz. Da liegt alles an der Schwachstelle. Da ich kein Ball mehr, worauf ich will, wenn er eingefroren ist. Aber das ist offenbar nicht der Fall. Freche Sache. Mann, du nervst dich ein bisschen. Ich habe so wenig Platz hier zum Kämpfen mit dem Vieh. So. Ach Mensch. Er hat daneben. Erwischt. Was soll denn das hier, Kollege? Hä? Sag mal. Au! Ah! Stalker-Teleporter. Mann, ich komme schon nicht weg hier. Ah! Bumm. Bumm. Hallo. Ich habe doch Bumm gesagt. Da muss doch Bam machen. Was ist jetzt davon? Arm gebrochen, rausgezogen, reingesteckt. So. Hä? Aber hier steht ja auch, schnapp dir Samuel Hayden. Also ist es wahrscheinlich schon mein Feind, wenn er nicht freiwillig mitkommt. Weil sonst habe ich auch ganz normal Kontakt zu ihm aufnehmen können, anstatt ihn jetzt zu lokalisieren, hinzugehen oder was. Wow. Halt, warte. Eine. Zwei. Nee, es fehlt nur als einer, schade. Hm, Snacks. Geheimnisse? Nee. Ah, die kommen aus dem Nichts. Das war gemein. Du sollst aber nicht sein. Bam, bam, bam. Stirb doch mal. Oh, er war schon tot. Mein Fehler, wusste ich nicht. Aus. Da staunst du, war Dicker? Hast nicht mit gerechnet, hä? Hahaha. Hallo? Doch, er nimmt Schaden, toll. Wurde ja auch mal Zeit! Ey, du da. War leider kein Headshot gewesen gerade, aber Treffer ist Treffer. Ich mag da nicht runterspringen, ich komme damit nicht mehr hoch. Na gut, okay. Danke für alles. Die Cut und sich lange, du warst mir trotzdem ein sehr, sehr hilfreicher Verbündeter. Hey. Ich hasse die Teile. Dass wir beide einfrieren. Ja, es hält extrem lange fürs Einfrieren. Das ist richtig gut. Das ist ein deutlich spürbarer Effekt, finde ich voll awesome. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich, aber. Doch, doch. Dass man das so deutlich merkt, ist eine tolle Sache. So. Ich finde noch einen Gegner irgendwo. Sagt man sich so. Gegner? Jetzt doch nicht mehr? Ach, von hier komme ich. Ach so. Ich bin im Kreis gelaufen. Ohne es zu merken. Was für ein Klassiker. Toll. Warte kurz. Munition hatte ich schon. Auch toll. Nichts zum Holen, kein Geheimnis. Ne- oh, ui, apropos Geheimnisse. Ah, i, ganz schön viel. Fast schon wieder zu viel. Das gefällt mir nicht. Warnung, das Ark-Hauptquartier wird angegriffen. Ich sehe schon. Ich höre, aber ich sehe mal wieder nicht. Was zum... Als wenn es denn genau neben mir wäre. Da will ich mich gar nicht einmischen. Die haben auch mal Spaß. Na gut, was soll's. Oh, warte. Nein. Hey, ja, okay, ist sie gerade offenbar. Das ist schon mal gut. Mist. Fehler. Fehler in der Matrix.
Aua. Oh, warte kurz, den habe ich. Mal dein Schild bitte, ganz kurz. Komm, dichter. Na, das war nicht. Warte, so, ja, fein. Und du, halt still. Du hast dich richtig still gehalten. Ging aber trotzdem irgendwie. Hast Glück gehabt. So. Mal kurz gucken, ja. Guck mal hier, noch eins schaffen, das ist schon gut. Hier noch drei, den Rest mache ich eben bei On The Fly. Das passt schon. So. Oh, oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Das war die letzte Blumenvase mit Pflanzen und ich habe sie kaputt gemacht, einfach so. Ich bin auch ein Trampel manchmal. Tut mir voll sorry. Oh. Entschuldigung. Ich war's nicht, er war's. Kein bestraft, alles gut. So ein Verhalten wird auch bestraft, ne? Also ehrlich. Bam. Na toll. Keiner erwischt. Hier ist ne. Haha. Aua, aua, aua. Man, tickst du nicht mehr richtig oder was? Warte kurz. Danke. Bruder. Kann dich nicht leiden. Du kommst vielleicht selbst drauf, wieso? Halt doch nicht. Ist doch nicht mein Problem. Stirb. So ist brav. Wow. So. Ey, der hat gar nicht geleuchtet. Ich wollte ihn smashen eigentlich. Naja. Da würde ich gerne hin. Das ist Munition. Das nehme ich aber auch erstmal. Vielen Dank. So, jetzt habe ich zwei davon. Anzug. Und jetzt kann ich mir das hier holen. Stimmt's? Plopp. Jetzt nehme ich eh keinen Schaden mehr davon. Jetzt kann man sowas ja machen. Super. Jetzt müsste ich die auch nur noch gelegentlich mal sehen. Ich frage mich gerade, ob die am Anfang jetzt auch respawnen. Nachträglich, weil ich das ja erst jetzt geholt habe, die Fähigkeit. Aber per se waren trotzdem ja Fässer da gewesen ursprünglich. Komm ich hier rüber? Ach, ich muss hier rauf. Aha. Nee, doch, ja. Nee, alles gut. Orientierungsunmut. Au! Ich mag euch nicht! Doch, du warst okay, John. Als einziger. Einer hat mich erwischt. Die anderen auch. Fehlt noch einer. Aua. Also auch das läuft. Nur einmal treffen so ein Ding und die Runen sammeln. Da bin ich durch mit den Herausforderungen. Das ist diesmal ziemlich einfach, glaube ich. Wow, fuck. Samuel Hayden ist gefallen. Was? Gibt es nicht mehr. Was? Bitte unverzüglich evakuieren. Stimmt das wirklich? Stimmt bloß Propaganda. Apropos Propaganda. Eigentlich nicht apropos, aber wo ist der Typi? Jawohl, erwischt. So läuft das bei mir nämlich, Leute. Das neue, verbesserte Sephiroth, ich. Zack, bumm, bam, stirb. Zack, bumm, bam, stirb. Ja, so bin ich halt. So kennt man mich. Manchmal bin ich auch den Terminator. Manchmal jedenfalls. Habe ich schon gehört. Kein Witz. Hey, lauf nicht weg, du Feigling. Da. Da ballerst du einmal eine Rakete weg von ihm und dann haut er schon wieder ab. Das ist unglaublich. Ah, nein, ich brauche meine... Ich kann mich nicht bewegen. Was zum... Ach so, hier ist Schelm auf dem Boden. Ja, toll. Ich konnte nicht dashen, das war gemein. Ah, ich wollte ihn treffen eigentlich damit, nicht den hier. Egal, nehme ich auch, wenn es sein muss. Säge. Danke, wow. Ja, schmeckt's. Freut mich. Hui. Wo ist der andere? Der Tod? Nein, ist er nicht. Ah, ich gebe viele Schleim. Der ist so eklig. Oh, der ist wieder tot. Au, 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 au. Au, au, au. Ich kann nicht springen. Verdammt. Mist. Blöde Gegend zum Kämpfen. Lass mich. Du weißt, ich mag das nicht so gerne. Au. Mami. Ja, ja. Jetzt ist deine Mutter. Ach, verdammt. Und weg ist das extra Leben. Shit. Oh, dieser Schleim auf dem Boden ist aber auch ätzend. Ehrlich. Was soll denn der Mist? Wer deckt sich sowas aus? Komm, komm.
Ich weiß, das war jetzt reine Schikane, ich brauche das nicht mehr, aber ich hatte Spaß daran, die Dinger wegzuschießen. Das hat er einfach verdient, finde ich. Oh, wieder ein Leben verloren, verdammt. Langsam wird das wahrscheinlich kritisch, würde ich sagen. In Flugrichtung? Ich muss da oben eh noch rauf, also... Später wahrscheinlich dann. Über diesen Weg nehme ich an. Oh meine Güte, ey. So früh im Spiel schon so viel Leben verloren. Und da muss ich hin? Oh. Ach so. Ich dachte, ich muss in die Richtung laufen. Offenbar nicht. Moment, ich will nochmal eben gucken, was da oben ist. Ob da was ist. Und danach ist sowieso Spielpause für heute. Oh, okay, Tatsache. Geht hier nicht weiter. Aber hey, Rüstung. Supi. Oh, dieser Tote ärgert mich gerade total. Es war irgendwie unnötig. Zumal es echt gerade nicht so eine super schwere Situation war. Mann, dieser blöde Schleim hat mich vergiftet, mir wehgetan und meinen Sprung vor allem auch weggenommen. Wäre das nicht gewesen, wäre es bestimmt nicht gewesen, nämlich mit dem Tod. Verdammt. Egal. Ich hoffe, er hat das gespeichert und ich muss die Kapitel normal machen. Wobei, es wäre auch nicht verkehrt, die Kapitel normal zu machen in der nächsten Aufnahme-Session, um dann meinen Extra-Leben zurückzukriegen oder keine Ahnung, was nicht brauchen zu müssen. Aber das werden wir dann sehen oder besser ich wahrscheinlich als ihr, weil ich mache es dann, wenn dann offscreen, kurz vorher. Aber so oder so, wir sehen uns beim nächsten Mal bei, na, ratet mal, Doom Eternal!